Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Okay, Chat, es geht los. Avada Kedavra zu Professor Fick. Ja. Yeah. Protego. Ja, yeah, mach ich nicht kaputt und jetzt? Spuck euch rein, Gareth Weasley. Wir nennen seinen Sohn Gareth. Wir gehen in die nächste Quest. Sogar meine erste Quest außerhalb von Hogwarts jetzt. Glaube ich. Die eine oder keine? Keine Ahnung. Hier. Guckt euch das an. Okay, Chat. Mal auf. Ich bin dein Herrscher. Ich schreibe meine Zaubertanke direkt auf. Ich will zeigen, was hier los ist. Du bist ein Muggel, du hast kein Besen. Noch habe ich kein Besen, aber ich krieg ihn. Ich krieg den Besen bald. Ich bin das Böse. Ich bin das Böse! Komm her. Hoch. Wieso kann er nicht fliegen? Ins Händen. Ich bin das fucking Böse. Der dunkle Wirt. Das sollte ich untersuchen. Was denn? Revelio. Ich muss ja auch immer ein paar Kisten aufmachen, meint ihr. Guck mal, hier unten, Revelio ist ein richtig geiler Zauberspruch. Hier unten ist irgendwas. Was geht denn hier? Horklumpsaft. Ah, den brauche ich doch. Den Saft brauche ich doch, glaube ich. Was ist denn das hier? Akio. Lumos. Hilfe! Lumos. Lumos. Clown. Stilvolle, legere Schuluniform. Ich habe jetzt gerade Verteidigung. Oha! Verteidigung 9! Ist das geisteskrank. Aber hier ist da nichts mehr. Ach guck mal, das war's jetzt. Hier bin ich runtergegangen, um diese starke Rüstung zu bekommen. Ich glaube, das war cool. Aber guck mal, jetzt ist zum ersten Mal bin ich so draußen aus der Welt und bin so frei. Wer bist denn du? Es tut so. Hallo Nati. Die macht mich immer an. Mir geht's gut, danke. Ich war dort und ich habe das mit Rookwood und Harlow in den drei Besen gesehen. Ich war besorgt um dich. Warum haben sie nach dir gesucht, wenn ich fragen darf? Vorhin etwas von mir. Weiß ich nicht, ich immer lügen. Ich habe Rookwood und Harlow noch nie getroffen. Vielleicht verwechseln sie mich mit jemandem. Seltsam, dass die beiden einen Hogwarts-Schüler so angestrengt verfolgen. Was der Grund auch sein mag. Du warst eindeutig in Gefahr. Die macht mich Im immer Moment an. Steht fest. Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe so nicht jemanden, einfach zu, interessiert. Wie sie mein Was willst du von mir? Und denk immer daran. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Nati. Sei auf der Hut. Deswegen bin ich jetzt hier die ganze Zeit hingelaufen? Willst du mich verarschen? Ist mir doch egal, warum du und deine Mutter woanders hingezogen seid. Auftrag abgeschlossen. Das Mädchen aus Ugadu. Ich gehe kurz so in diese Hütte von Hagrid rein. War die nicht hier oben? Ich glaube, die war nicht. Was hatten die gerade gemacht? Die hat sich einfach wegteleportiert. Sowas geht? Lumos. Clown. Revelio. Clown. Tasche. 53 Euro. Ja. 105 Euro. Ich bin so ein geiler Dieb. Ehrlich. Und dieses ganze Geld, das wird mir später noch wirklich den Arsch retten. Ihr versteht das nicht. Wer bist denn du? Kann ich um Unterstützung bitten? Nee. Ich will meine Quest machen. Warte mal, was wollen die? Vielleicht will die... Also. Was willst du? Hallo, kann ich dir helfen? Oh, ein Glück, ja. Mein Name ist Grace Pinch-Smedley von den Pinch-Smedleys aus Bath. Ich hatte gehofft, dass bald jemand kommen würde. Ich muss etwas vom Grund des Sees holen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Ein Unterwasserarbeit klingt ja lustig. Ein Taschenausflug in der See klingt eher unangenehm. Klingt scheiße. Ich fürchte, ich hab's nicht so damit, unter Wasser herumzualbern. Oh, bitte sag noch nicht nein. Wenn du meine Notlage verstehst, änderst du vielleicht deine Meinung. Tu es, Jello. Vielleicht. Was genau soll ich für dich finden und warum? Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronom hielt, vom Bahnhof Hogsmeade aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu Was ist da unten? Sag's mir doch einfach! Nie zurück. Es ist mir scheißegal. Nein. Was ist mit ihnen geschehen? Ja, das das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder sie noch ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Sie
Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ja, dann schubst du dich rein. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihm. Das ist krass. Ich muss drüber nachdenken. Soll ich deine Familie kennen? Was ist ein... Ach, Digga. Klingt gefährlich. Besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, guck mal, was ich für ein Playboy bin. Aber ich wäre dir sag doch mal, was du willst. Es kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir. Es klingt, als wäre ihr Astrolabium nordöstlich des Docks. Ich sollte dort danach tauchen. Akio. Ja, ist so eine Sidequest, die kann ich da machen. Was Sie ist hier los? Sie müssen hier lang gekommen sein. Schwer festzunageln. Sieht aus nach einer Schlägerei. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's dir. Lasst sie in Ruhe. Hey. Kämpfe ich jetzt hier mit der alten Troller oder was? Ich hab... Oh, ich knall. Bam, bam, bam. Ich bin der dunkle Lord, du Luther. Und Ego, guck mal, wie ich mit dem spiele. Guck mal jetzt. Guck mal die Troller an. Guck mal jetzt, wie ich ihn wegmache. Du jetzt? Super! Und jetzt. Klippen, hochladen. Incentio. Guck mal, wie ich mit dem spiele. Revioso. Komm zu mir her. Und jetzt gibt's einen auf den Tölz. Meine Fresse, ich bin der dunkle Lord, Jet. Der dunkle Wirt. Ist das geisteskrank. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Eins gegen eins. Komm, eins gegen eins. Im Bereich Sammlung und dein Handbuch gibt es einen neuen Gegnertypen. Du kannst dort wertvolle Informationen über Gegner erfahren, wie zum Beispiel ihre Schwächen gegenüber bestimmte... Okay. Aschwinder Dualante. Diese Hexe sind unter den schnellsten von Mogols Agenten und überraschen ihre Gegner mit einanderfolgenden Angriffen. Ihr mächtiger Redoaktor-Fluch kann nicht von Schildzauber geblockt werden. Wenn man ihn allerdings mit einem Abtrennzauber unterbricht, geraten sie ins Trudel, sodass die Kontrolle verlieren... Und einen der... Okay. Was ist das? Das sind Loser. Dieses Kugeln und Zauber beherrschen keine Schildzauber, sodass sie für alle Arten von Angriffen verwundbar sind. Ja, das sind Loser. Okay. Mit euch gehe ich nirgendwo hin. Alter. Protego. Protego. Hoppa! Hör sofort damit auf! Komm her, du Bastard! Lumos erstmal nochmal anmachen. Guck mal. Alter Schwede. Chat, Real Talk, das ist geisteskrank. Was in aller Welt ist gerade passiert? Gibt's ja. Mich noch nie angegriffen. Man kann's froh sein, dass ich hier war, alte Troller. Alles in Ordnung? Ja. Vor allem das auch ist die zweitschwierigste Stufe hier. Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Das ist eine lange Geschichte. Abmurksen. Danke für die Hilfe. Dann sollte ich lieber weiter forschen. Aber ich finde den Vibe so cool in dem Game. Wirklich, Real Talk. Wer ist Priya-Forschung? Wie interessant. Sie sind Forscherin? Cool. Wow. Nora Treadwell. Zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Ah, cool. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Ja, dann hol's doch selber. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Durchzu. Ich habe das Malvenkraut. Hab. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Meine Güte, haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Okay, hier, irgendwas muss ich finden. Irgendwas damit. Ach, hier. Ins Händen. Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Ich tue es für die alte Troller. Du bist ein Zauberer, mein Mann. Sag ich halt. So geht das. Digga, dieses Merlinsbad, das bricht. Wo ist Professor Fick? Wo ist Professor Fick, wenn man ihn mal braucht? Was für ein Tag. Ich fasse es kaum. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Name Nummer 5. Wieder zu meinen Sicht. Nora, du bist die Nächste. Bücher. Du hast mich so vollgebabbelt für irgendwelche Säulen. Ja, und jetzt kannst du alles auf einmal einpacken, oder was? Und vorher konntest du es wieder selber holen. Ist das geisteskrank. Weil ich einfach ein guter Zauberer bin. Oh, mysteriöse Nachricht.
Scrope weiß von dem Buch, das sie gefunden haben. Fehlt etwas daraus? Scrope glaubt, dass wir nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen sollten. Scrope hat hinter der Brücke einen Steinkreis, eine weitere Notiz hinterlassen. Passen Sie auf sich auf und zu niemandem ein Wort. Zum Ficker, Scrope! Die habe ich vorhin geklaut. Da ist die Kiste, da ist sie. Revelio ist so ein guter Zauberspruch. Mysteriöse Nachricht. Die junge Schlange muss inzwischen unglaublich neugierig sein. Triff Scrope am Rande des Wassers bei den zerbrochenen Stegen. Sag mir doch direkt, dass ich da hinlaufen soll! Ich glaube, jetzt passiert irgendwas. Okay. Tobi! Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Scrope ist der Name. Scrope dient dem Schulleiter. Er dient seit Jahren der Familie Black. Verzeihen Sie die vielen Notizen. Scrope wollte sicher gehen, dass Sie nicht verfolgt werden. Was hat es damit auf sich? Scrope sagt Ihnen mehr, wenn Sie ihm helfen. Aber niemand, vor allem nicht der Schulleiter, darf es erfahren. Natürlich, was kann ich für dich tun? Ich will gerne Ärger. Ich untergrabe gerne Autoritäten, wenn es mir nutzt. Das mache ich gerne. Den Schulleiter untergraben und dafür etwas bekommen? Ich bin ja, ganz ohr. Bitte, ich bin Stinkschiebel. Oh, Scrope hat nicht vor, den Schulleiter zu untergraben. Scrope will ihn vielmehr überraschen. Scropes verstorbene Herrin Apollonia Black, möge sie in Frieden ruhen, war vor über 50 Jahren Schülerin in Hogwarts. Vor ihrem Tod sprach sie leidenschaftlich von aus einem Buch gerissenen Aber war das hier Drama, macht komische Notizen. Scrope vermutet, dass sie diese in ihre private Grotte brachte. Was hast du davon, wenn ich die Seiten finde? Scrope glaubt, gib ihm eine Socke. Dass in der Grotte auch ein kostbarer Ring der Familie Black befindet. Scrope möchte ihn dem Schulleiter geben. Woher wusstest du von dem Buch? Erzähl mir von dem Ring. Was ist mit deinem Ohr? Was ist mit deinem Ohr? Hast du dich am Ohr verletzt? Bei den Blacks hat es Tradition, ihre Hauselfen zu köpfen, wenn ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. Einmal hatte die gute Apollonia eine berechtigte Wut auf Scrope und wurde etwas zu eifrig mit einem Beil. Ich gehe. Das hilft uns wohl beiden. Ich mache es. Scrope ist erleichtert. Scrope hatte gehofft, dass der Slytherin-Neuzugang helfen würde. Wieso redet er von der dritten Person? Zur Grotte das machen die. Unten an der Küste. Das hat Dobby und auch gemacht. Sie ihn dort aufs Podest. Das mache ich auch öfter. Viel Glück. Scrope wird hier auf Sie warten. Du wartest jetzt hier oder was mit deinem einen Ohr? Nach ihren Seiten und dem Ring. Lumos. Wartest du jetzt hier, bis ich da bin? Underrated Stelle in Harry Potter Chat. What? Was passiert denn hier? Wer bist denn du? Protego! Protego. Was passiert hier? Ich kann hier nicht raus! Kann ich die zum Fliegen? Nee, das geht nicht. Alter, ich kann die anziehen. Ich will gucken, was ich mit denen alles machen kann. Ach du Scheiße. Alter, die sind stark, Digga! Chillt mal! Gehen Sammlungsmenü über Fähigkeiten und Schwachstellen. Guck mal, ich bin jetzt schon wieder weak. Warte doch mal. Digga, wie krass stark sind die? Also, ich glaube, der ist verbuggt. Digga, wollt ihr mich verarschen? Ach, scheiße. Digga, chill doch mal. Hilfe. Wie soll ich denn gegen drei Stück gleichzeitig kämpfen? Der Dunkle Lord verliert gegen drei Frösche! Hey, wie auch so? Mach doch mal! Okay, ich hab's verstanden. Ich werde loslassen, ich hab nur. Diese vernotteten Frösche. Wette, du kannst versuchen durchzulaufen. Ich laufe nicht durch. Digga, ich lass dich doch nicht von irgendwelchen Kröten verarschen. Ich bin Game of the Year. Ich muss sie einzeln anlocken. Ich muss mich auf einen konzentrieren, weil wenn es nur einer ist, ist es nicht schwer. Ich kann nur nie richtig viele Angriffe auf einmal machen. Er soll herkommen. Er soll herkommen, wenn er sich traut. Es kommen schon wieder drei auf einmal, weil deren Väter Bastarde sind. So. Er muss dran glauben. Jetzt! Fick ihn. Ja. Nein. Fick ihn, was er braucht!
Einer ist One-Shot von denen. Schluckschnecken! Okay. Red ich auf Levioso? Komm her. Levioso! Schluckschnecken! Ins Händen! Schluckschnecken! Nein. Chill, das ist richtig. Dein Vieh macht auch Mist? Nein. Incendio. Interagieren. Kurz mal ruhig bleiben, kurz mal verschnaufen. Komm her. Tu es! Incendio! Mach ihn weg! Mach ihn weg, Mann! So spielt man dieses wundervolle Spiel. Ich bin wahrhaftig der dunkle Magier, der dunkle Wirt. Wir haben es gesehen. Ist aber nur einer. Ich habe keine Angst vor einem. Okay. Jetzt komm, lass uns tanzen. Scheiße, bin choked. Lass uns tanzen. Mach weg. Hingehen, Feuer. Und mach weg. Fertig. So spielt man das. Nochmal rausspucken. So geht das. Abmurksen. Ich bin der dunkle Wirt. Ich glaube, das gehört wohl dorthin. Toastbrot. Du bist der dunkle Lord. Aufgeben gibt es nicht. Ich kenne Aufgeben nicht. Wenn das schwer war, fight Elden Ring dein Arsch mehr als der... Ich werde Elden Ring durchspielen. Ist das ein Tagebuch? Ich hab kann auch... das sein? Besuch? Mehr deine Zauber verwenden, nicht so auf Basis. Aber da gegen die ging's nur der. Vor einem Jahrhundert war ich ein Schüler, genau wie du. Wie in aller Welt hast du diesen Ort gefunden? Ein Haus namens Scrope schickt mich. Ich suche hier einen Ring der Familie Black. Ah, leider habe ich den Ring schon vor langer Zeit verkauft, armer Scrope. Ja, nice, dass ich hierher gekommen bin, du Schwanzgesicht. Apollonia? Ich könnte es ihm nicht verübeln. Ich habe all diese Schätze gestohlen, um sie zu beeindrucken. Leider... Der Kopflose nicht. Vergeblich. Was soll ich mit vergilbten alten Seiten aus einem Buch? Nicht gerade meine Sternstunde. Darf ich sie haben? Gib sie mir! Ich muss darauf bestehen, dass du sie mir sofort gibst. Sonst hier sind sie nicht. Sag's ihm. Ich dachte, wenn Apollonia nicht an der Karte selbst interessiert ist, führt sie mich ja vielleicht wenigstens zu etwas, das ihr Interesse weckt. Notenvieh. Also bin ich der Karte gefolgt. Zu einer Art verzauberten Höhle. Notenvieh. Und... tja, du siehst ja, was dann geschah. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo die Seiten sind? Ja! Wir sehen uns im Wald, Bro. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns im Wald. Die Seiten sind bestimmt immer noch in meiner Weste. Wenn dir der Anblick meines, nun, enthaupteten Gerippes nichts ausmacht, gehören sie dir. Ich gehe jetzt dahin, wo der gestorben ist. Was ist das hier? Ach, der Mann. Hallo, Scrope. Dank dir konnte ich Apollonias Grotte betreten. Was ist mit dem Ring der Familie Black? Leider hat Jack Doyle ihn schon vor langer Zeit verkauft. Wie schade. Nun braucht Scrope etwas anderes, um den Schulleiter zu beeindrucken. Scrope tröstet sich damit, dass zumindest der junge Slytherin gefunden hat, was er brauchte. Das habe ich. Danke, Scrope. Tobi. Was ist das? Das will ich auch können, sowas. Auftrag abgeschlossen. Scrope, letzte Hoffnung. Rebellion. Nächstes Versteck von mir. Und wieder 500 Glocken. Oh, 500 schmecken auch, muss ich sagen. Digga, dann war das ja gar nichts, was ich vorhin hatte. So, und jetzt hier Zaubertränke. Wie sieht's aus? Hallo, Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Looten. Hier, das brauche ich. Mega-Power-Trank, bitte. Gib her. Eine weise Entscheidung. Gib her. Vielen Dank. Gib her. Den will ich auch. Ein Zaubertrank, der die Verteidigung des Trinkenden erhöht, indem er dauerhafter Steinhaut bedeckt wird. Unsichtbarkeitstrank. Spar für einen Besen. Wie teuer ist denn so ein Besen? Besen musst du aber noch freispielen. Kann ich da nicht gucken, was es da so gibt? Chat, wo ist dieser scheiß Zauberspruch? Das Hallo. Ist ja nicht. Na okay, ich hab's.
Hat kurz Sie geklappt. Können sich ja gar nicht vorstellen, wie... So, Entwaffnungszauber. Dann lass mal Zeit, dann lass mal knacken hier. Ich will ja was. Ich hoffe, Sie haben... Bring mir was bei, du Professor, dumme Tröte. Ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Ich habe einen ruhigen Zauberstab. Er ist steif und 14 Zoll groß. Expelliarmus. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Ja, ich will üben. So, dann machen wir den mal... Expelliarmus! Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, aber üben Sie weiter. Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das Leben. Er sei noch blöd. Und jetzt Expelliarmus. Expelliarmus. Ha, Sie üben wohl noch. Ja, das ist es jetzt, oder? Ach hier. Incendio. Leviosa. Expelliarmus. Alter, habt ihr die Kombo gesehen? Man muss die alle kombinieren. Ich hole ihn mir an, dann verbrenne ich ihn. Dann geht der einen auf den Blitz. Dann soll er in der Luft bleiben. Und jetzt einfach auf den Alter Schwede. Puh. Zuerst ein Waffen. Gib mir deinen Zauberstab, du Nutten. Komm her, du Nutten. Verbrenne, du Nutten. Und einen auf den Blitz, du Nutten. Das macht schon Laune, Chat. Und wenn ich das dann später bei dir machen kann. Genau du. Der größte Fehler sein, mir Avada Kedavra beizubringen. Verstehst du das? Der größte Fehler. Kriegst du einen in deinen scheiß alten Rücken? Gut so. Geh mal auf abgeschlossene Aufgaben, da kannst du Belohnungen abholen. Das will ich mir kurz angucken. Wo ist abgeschlossene Aufgaben? Wo ist das? Herausforderung, Aufträge, Aufgaben abschließen. Ne, guck mal hier. Hier fehlt mir noch eins. Ne, warte, den habe ich schon. Ich habe einen Schal. Von Gryffindor? Wollen die mich verarschen? Belohnung für Erscheinungsbild, der aus entsammle den Klassenbesten. Handschuhe? Irgendein Umhang? Belohnung für Erscheinungsbild, legendäres gepanzertes Gewand! Ach, das habe ich noch nicht. Das kriege ich erst noch. Ach so. Hier fehlen mir noch, ich schließe 6 Hauptaufträge ab. Dann kriege ich das. Ich verstehe das. Jetzt mache ich erstmal hier die Quest. Das ist ja geisteskrank. Hier bin ich. Wie versprochen. Ich bin hier, verbotener Wald. Und jetzt? Oh. Rede mit mir. Wer hat dich so gekillt? Sieht man sich wieder, Richard Jector. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Gerissenheit des Slytherins, diese Seiten aufzuspüren. Schön gesagt. Schön gesagt. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Melina, was ist es? Das ist dieser Umhang, den ich hatte. Legendärer Umhang. Ist das ein Nuttenumhang? So sehe ich aus wie ein Wichser. So sehe ich schon ein bisschen verdunkle Lord-mäßig aus, oder? Alter! So sehe ich aus wie ein dunkler Lord. Mit meinem Totenkopf unten. Alter Schwede, bin ich verdunkler Lord-mäßig. Der dunkle Wirt. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Hier sind Spinnen, ich muss safe gegen Spinnen verhalten. Halte Ausschau nach der Vogeltränke. Das ist jetzt Rebellion. Mal. Oder doch Griechisch? Oh mein Gott. Ja, da sind Spinnen. Da sind Spinnen. Digga, dieser diese Spinnen in Harry Potter, ne? Das war. Ja, du bist ja wirklich. Jetzt los. Hilfe! Hilfe, ich bin tot! Ich bin tot! Du musst da nicht lang. Ich bin der dunkle Lord, Chat. Der bringt mir nichts. Der bringt mir auch nichts. Levioso bringt mir vielleicht mal sich unsichtbar machen auf Lock. Sie ist weg. Levioso. Luft. Ach hier. Ins Luft schnell. In die Luft. Levioso. Ran. Okay, jetzt los. Okay, warte, chill. Was ist das? Das war nicht abgesprochen. Ich Mann, so eine nuttenkleine Spinne. Leviosa.
Akio. Incendio. Was ist das für eine fette Spinne da? Chill mal! Oh, ich hab meinen Superkraft. Na, dann zähl mal her, Bro. Minus 402. Geht das? Legioso. Ja, geht nicht. Geht das? Akio. Ja, geht auch nicht. Incendio. Da geht ja gar nichts, Digga. Ja, ich hab das. Ich würde eine flammende Spinne und lass sie explodieren. Hab ich geschafft. Incendio. Fick sie. Oh, bitte. Akio. Incendio. Ich sage ja immer. Weg da. Ich kann die Bombe nicht aufnehmen. Loser-Spinne. Mach weg! Incendio. Du bist wieder nicht. Diese Löschen ab, hab ich geschafft. Sag das noch einmal, dass ich da nicht lang gehen soll. Hier. Kreuzspinnen, Matra. Diese Scheusal bäumt sich auf und stürzt sich mit einem mächtigen Biss. Der Schildzauber zerbricht auf sein Ziel. Die sinnvollste Verteidigung besteht darin, auszuweichen. Wenn sie abbäumt, reißt sie Descendo nach unten und sie sind... Okay, dann ist sauber. Kreuzspinnen, Schütze. Diese Spinnen spucken lieber aus Ferne ätzende Gifte. Sie sind fast mit jedem Angriff leicht zu besiegen und sterben sogar, wenn sie einen einfachen Schildzauber treffen. So spielt man dieses Spiel. Revelio. So, was geht hier? Da, genau wie Jektor es beschrieben hat. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Incendio. Okay. Intramuros. Okay. Maurice Oakwood, Lucaris, Bro, danke für die Subs. Hier draußen wird euch niemand hören. Hilfe! Rock wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Chill mal! Legioso! Mehr als du dich zufrieden, Periam! Akio, ins Hemd! Ich werde dich holen! Mann, gib mir! Diese Anhänger werden Ranrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jektor mich geführt hat. Wisst ihr, was auch immer krass ist? Dass das immer so viele sind. Roter Schild, roter Angriff. Guter Callchat. Ich bin immer nur ein bisschen überfordert. Ich bin nicht. Mega-Power-Trank. Gerne endlich mal was Sinnvolles. Was ich finde. Digga, wie geil sieht der See aus? Das haben sie schon gemacht. So, ich wette hier, das wird eine große Request. Hier muss ich jetzt aufpassen. Vertrauensschüler. Bessere Ausrüstung mit höherem Wert. Ja, cool. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Was ist? Was ist? Incendio. Wenn ich auf das Symbol schieße, leuchtet es. Aber nicht lange. Ich muss alle drei entzünden, bevor sie wieder ausgehen. Gibt's auch Avada Kedavra? Es gibt auch Avada Kedavra in dem Spiel. Ich glaube, es wird hier so krachen, ne? Oh nein, nicht schon wieder Spinnen! Und dass es immer so viele sind, geht mir so auf den Sack. Incendio. Man kann sich nie auf welche konzentrieren. Das ist okay. Man muss sich immer auf einen konzentrieren und die dann an die anderen dann gehen. So, die ist weg. Dann und fick dich. Er ist weg mit dir. Du schwebst erstmal, du Stück Scheiße. Oh.
Ins Hände. Echt? Akio. Expelliarmus. Hat der überhaupt keinen Sinn? Akio. Hoch. Spielen. Ganz langsam. Leider. Leider ganz langsam für mich. Hier los. Guck mal, wenn es alleine ist, wie ich mit den Spielern. Komm her. Schwebe. Schwebe für mich! Ach, Expelliarmus? Okay. Hier gibt's keine Truhen und so. Wo ich geile Sachen bekomme. Ja, und guckt euch die Spinnen wieder an. Alter, die ist schon geil, die Animation. Oha! Noch ein Rätsel. Nun, wenn Jack das lösen konnte, kann ich das auch. Jack? Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Level 10! Ich bin Level 10. Zum ersten Mal zweistellig. Zack, zack, zack! Bemerkenswert. So, jetzt kommen hier gleich wieder irgendwelche Nottenspinnen. Oh, das sieht nach einer Superkiste aus. Bitte, einmal Glück haben. Nachtgewand zu... Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Habe ich jetzt einen Schlafanzug bekommen? Verteidigung plus 6. Okay, zieh an den Lachs. Verteidigung plus 6 und jetzt habe ich Gesundheit 410. Digga, warum kriege ich Gesundheit 410? Ach, weil ich wahrscheinlich ein höheres Level bekommen habe, ne? Okay, warte, hier ist eine Kiste, die hole ich mir. Oder ich habe eine Idee. Minus 54. Hä, warum sehen die mich? Nur kurz zuschauen. Und weg hier. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Mach dein Ding. So. Ich hoffe, das hat sich wenigstens gelohnt. Ausrüstung. Plus 17! Und davon rede ich die ganze Zeit. Ich sehe aus wie ein Wichser. Aber davon rede ich die ganze Zeit. Aber habe ich jetzt trotzdem noch? Ja doch, das ist der ja trotzdem. Das geht ja trotzdem. Ich sehe aus wie ein dunkler Laut. Langsam wird ein Schuh draus, seht ihr? Das ist krass, wie man sich hier verläuft, ne? Da hinten muss ich hin. Da unten ist eine Kiste. Es gibt so krass viele Wege, wo man langlaufen kann. Bitte! Digga, ein großer Brummer! Ein großer Brummer! Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett. Ein Schall. Aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Ich glaube, der kracht auch richtig rein. Gönn. Plus 7 Offensive, nehme ich mit. Alter Schwede. Na, erstmal sofort unsichtbar machen, den Lachs. Ah, sorry. 43 Offensive, 33 Verteidigung. So wird's ein Schuh draus. Also, es kracht. Es kracht, es kracht, es kracht. Es ist schwierig, hier den Weg zu. Weil wenn man auch nur da lang läuft, bringt es auch nichts. Hier kann ich nicht lang. Also ich muss hier lang. Aber ich hatte den Eindruck, dass ich hier auch schon... Bro, wo soll's lang gehen? Mods, wisst ihr, wo es lang geht? Das ist noch ein Ding. Ich markiere auch und da passiert auch nichts. So, hier. Die Mods wissen es auch nicht. Ist das krass. Also das, sage ich ehrlich, Negativpunkt. Hallo? Der dunkle Wirt braucht Hilfe. Dieses Nuttenspiel. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich renne seit 25 Minuten hier durch die Gegend. Mach mein Türchen auf. Ich raste gleich aus. Es fehlt nicht mehr viel. Es gibt keine Informationen, wo es lang gehen soll. Okay, ich weiß, wo du bist. Zieh dich mal rüber. Wohin? Ach, hier. Okay. Ich glaube, das ist... Ich war hier schon überall, Willi. Ja, achso, ja, dann geh mal zurück. Lauf mal Richtung Gelb. Ja, oder geh links runter. Was? Da links runter. Da? Runter. Da hinten runter, ja. Geh mal da hinten runter. Da, wo du gerade stehst. Ich habe ein bisschen Delay hier drin. Hier? Ja, weiter. Geh mal rechts. Ja. Da ist sie, die Brücke. Nottenspiel. Sie ist fast fertig. Okay. Noch so. Mehr Spinnen? Danke. Die können Richard Jackdaw nicht enthauptet haben. Dieses Nottenspiel. Ist das ein Geisteskrank. Protego. Stufo? Ach, Scheiße. Hey, wie stark schon wieder? Expelliarmus. Ins Hände. Akio. Studioso.
Expelliarmus. Lass mich hören. Okay, ist das krass. Ach, das versuchen wir die ganze Zeit zu erklären. Mal jetzt sind 35.000 Menschen in diesem Chat. Jeder hat mir in eine andere Richtung gesagt. Was ist das jetzt hier? Nee. Nee. Incendio. Nee, was? Akio. Kenyam. Oha, wie cool. Okay. Gefähr. Ich glaube, bei Elden Ring Chat werde ich meine Playstation aus dem Fenster werfen. Das kann sehr gut sein. Ja. Ab. Digga, es wird ein Endgegner kommen. Und es kann sein, dass ich da loslassen werde. Ich ganz muss näher an Jektors Überreste herankommen. Und an die Seiten. Da ist der Bri. Ich glaube, es wird jetzt passieren. Ich glaube, jetzt kommt der Moment, wo ich loslasse. So sieht man sich wieder, Richard Jektor. Da ist er. Leute. Danke, dass du all die Jahre diese Seiten gehütet hast. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jektor. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Jetzt werde ich loslassen. Vater. Akio. Ins Handy. Cooler Move! Komm her, entwaffnen, herkommen, Schluck Schnecken. Okay, 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 okay. Die sind der Kacke, ich bin einfach nur gut. Der wird mich löschen. Da will ich loslassen. Mit null Leben gehe ich da rein. Ach, Scheiße. Ah, sorry. Hier. Kann ich die entwaffeln, den Wichser? Cool. Komm her. Ne, kann ich nicht machen. Okay, die waren schon. Guck mal, die waren entspannter als Spinnen. Wo bin ich? Oh nein, der Raum wird ja geflutet. Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Ha! Ranholen, Feuer machen. Ein paar auf Dölz, wieder in die ich Luft. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier rausgefunden habe. Ranholen, Feuer machen, weil ich auf den Dölz. Es geht aber nicht, weil man immer ausweichen muss, weil die anderen immer angreifen. Okay, hier kommt der Endboss. Jetzt loslassen. Jetzt loslassen. Kann sein, dass wir die nächsten 3 Stunden hier sind. Also sieht für Endboss-mäßig aus. Jetzt loslassen. Wer bist denn du? Kann das sein? Rede mit dem Brief. Sie sind es. Guck mal, was ich für ein Todesser bin. Unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morganock, als Sie in Hogwarts anfingen. Gut aufgepasst. Fängt sein Vater. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen?
dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Du Dummkopf, sind Sie ein sehr dobesten Schwanz. Digga, jetzt bin ich die ganze Zeit hierher gekommen ohne ein Buch und das Buch brauche ich? Ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Deine Verbindung zu einmaliger Talente plus 1 freigeschaltet. Jedes Mal ein Talentpunkt, wenn dein Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du in dein Handbuch aussehen kannst. Zaubersprüche, Haupttalente, Schleichen, Raum der Wünsche. Dunkle Künste, bitte. Das Töten eines Gegners mit Avada Kedavra tötet alle verfluchten Gegner. Level 22. Ich brauche es unbedingt. Ich kann nur eins nehmen. Oder kann ich alle nehmen? Oh doch, du hast recht. Ja, bitte. Ja, bitte. Dunkle Künste, 3 von 10. Okay, ich glaube, jetzt kracht's. Das ist ja komplett krank. Wenn ich einen schlage, bekommen alle Schaden. Und das hier hat auf denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erhalten größer. Okay, gut. Das ist ja komplett OP, Digga. Also ich bin als Junge raus hier reingegangen und als Mann wieder raus. Guck mal, wie ich aussehe. Mit einem Pyjama. Ich sehe so verwirrt aus, wie der dunkle Wirt. Verlassen. Wenn du zum Beispiel 3 verfluchst und ich habe die Seiten und die Kartenkammer gefunden. Was soll ich mit dem Buch? Manfred, bitte. Ich bin wieder in Hogwarts? Lol. Professor Fig wohl zurückkommt. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Nicht identifizierter Gegenstand. Lol. Revelio. Du musst es lernen, diesen Schlösser knacken. Unterrichtsstunde fliegen! In der heutigen Flugstunde errichtest du Madan Koran die Grundlagen des Besenflugs. Ein Typ mit Maske und Pyjama sieht halt nicht gefährlich aus. Ja, du verstehst das noch alles nicht. Ich bin der Dunkle Lord. Weißt du, was du da anhast? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich kann ihn nicht abmurksen. Besen, Flugstunde, Chat! Flugstunde, Nummer 6 auf der Liste. Alle nehmen sich einen Besen. Und dann fangen wir an. Lol. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Halt's Maul. Bitte begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich, legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch. Danke. Los. Jetzt Sie. Hoch, hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Hoch! Hoch! Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es Sie direkt vom Besen. Als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Kannst du schneller aber fliegen? Vorsicht. Was ist das? Die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Wenn ich auf den Sack, die Schule wird brennen. Diese Aussicht. Boah, der saftet gleich ab hier. Tag zum Fliegen. Der saftet gleich ab. Ah, das alte Bootshaus. Wie in Minecraft. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Melina, ich bin der dunkle Wirt. Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an und die Eule ran. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Ach, guck mal, hier ist dieses Quidditch-Feld. Hier rechts. Ja, und du fliegst nach links, du Dummkopf. Das ist Kogawas Pfeife. Unser Ausflug ist zu Ende. Wieder. Und wo waren Sie beide? Oh, hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Der Unterricht ist beendet. Sei mir nicht so ein Stinkstiefel. Muss mal wieder hart angenommen werden, ne? Ich hab 3.000 Euro. Ich
bin so reich. 600 kosten die Jungs. Weißt du was? Ich kaufe mir gleich alle, wenn du so ein bisschen bleib weiter blöd anmachst. Besenforscher, der perfekte Besen für alle mit feurigem Temperament. Ein Besen, der verzaubert wurde, damit du mit Stolz dein Haus in Hogwarts feiern kannst. Ja, das nehme ich schon mal nicht. Ein komfortabler, schneller Besen mit einem einzigartigen Webmuster. Okay. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Der sieht eigentlich cool aus. Mit diesem Feuerding. Das perfekte Besen für mit feurigem Temperament. Weißt du was? Sie werden diesen Besen lieben. Und ich kann den nehmen. Ein komfortabler, schneller Besen mit einzigartigem Webmuster. Kaufen. Ich bin ein reicher Schnösel. Erzähl, du bist in einem Bereich, in dem Fliegen erlaubt ist. L1 und dein Kreis. Ja. Ah, okay. Mach mich. Hogwarts wird brennen. Yeah, was wollt ihr jetzt von mir? Und abspringen. Wenn das nicht Slytherins neuestes Besenwunder ist. Dein Vater. Jetzt geht es hier mit diesen Dinger gedrückt hätten. Hallo, Imelda. Salam alaikum. Ivy Weeks schickt mich. Ach ja? Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Clopton gehört? Was? Du klingst eifersüchtig. Da ist wohl jemand neidisch auf mein Können auf dem Besen. Sehr gut. Ich, Kapitänin von Slytherin, eifersüchtig auf dich? Nummer 7, sie ist die 7. auf der Liste. Der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du kannst doch kein Slytherin sein. Dieser mottenzerfressene Hut lässt wohl langsam nach. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst aus du ihn Prinzip schlagen? Prinzip auf die 1 packen. Slytherin gegen Slytherin. Ja, dann komm her, du Schlampe. Boah, da gibt's 4 Millionen Gala Points gegen mich. Und die werden jetzt sofort gebrochen. Mach Meter. Mach Meter. Das macht echt Spaß. Hier ist Bus. Fabelhaft. Das macht echt Spaß. Hat das jemand gesehen? Was wissen Sie, was ist? Ich bin besser als Sie, oder? Sprich mit Amelda. Wo ist die? Wie sieht's aus? Hä? Du hast doch geschossen. Oh. Na gut, du hast gewonnen. Ja, leck Eier. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. 30k verloren, weil ihr nicht beliebt. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Ich will deinen Respekt nicht. Respekt von deinesgleichen ist mir egal. Du beleidigst andere. Ja, Menschen. Sehr gut. Ihr braucht einfach ein dickeres Fell. Jedenfalls gehe ich zur nächsten Strecke weiter bei Irondale. Hallo, Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem lernen. Wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Triffst du mit einem Partner an? Nein, alleine. Ich trete alleine an. Dann kann's ja losgehen. Ich will Champion werden. Diesen Sieg werden wir auskosten. 1 gegen 4? Ja, recht so. Akio. Incendio. Ich kann ihn nicht angreifen. Okay. So, Leander. Leander, schau mal raus. Lass uns jetzt tanzen. Akio. Incendio. Kannst du noch besser? Akio, Vincent, Protek, Stufe. Exenium. So, was kommt? Das weißt du auch. Lignose. Das weißt du auch. Incendium. Bin ich mit dem Spieler? Exenium. Nicht zurückschrecken. Was für ein Sieg! Gib mir mein Pokal, du hast das Turnier gewonnen. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht? Ich habe mich lange nicht gekümmert. Das interessiert ihn niemanden. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Der Raum der Wünsche. Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum, wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden.
indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte ihn doch mit dem Raum finden, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen. Wünsch dir, dass sie die Schnauze hält. Andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Hoppa. 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 Bin drin. Neuen Zauber freigeschaltet. Oh. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Ah, das ist Dobby. Oh, Vorsicht! Hm? Oh, da sind Sie ja. Warten Sie dort. Dick kommt zu Ihnen. Verzeihung, Professor Weasley. Dick hat sich angeschaut, was seit Dicks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Dick. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässler. Wir beide haben den Raum gefunden. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Oh mein Gott, du Loser! Genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Platz zum Arbeiten verschafft. Was bist du für ein Loser? Der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Nur dann wieder beschränken. Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Wieder ein Zauberspruch. Zack. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälder und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Ja, hier und jetzt. Wie mache ich? Wie lasse ich los? So. Habe es mir noch scheißegal. Beschwöre eine Tränkestation. Gute Arbeit. So. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Die kann ich jetzt machen, ausgesetzt oder was? Natürlich, Sie haben Samen oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Hab ich? Dick wird Ihnen bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Vielen Dank, Professor. Ich werde mir jetzt erstmal ein paar Heiltränke machen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Maximatank erhöht den Zauberschaden des Trinkenden für kürze Zeit. Erzeugt den Trinkenden herum einen Sturm, der nahe Gegner betäubt und verletzt. Digga, ich glaube, man kann ihn so. Danke. Ja. Eine Flasche. Gib mir mal ein. Diese Tränke sind cool. Dick findet, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Danke, Dick, Bro. Das ist mein Bro, Dick. Dick, du wirst verschont, Dick.
Sieg, du wirst verschont vom dunklen Lord. Du wirst verschont. Dick, wo soll ich hinmachen, Bro? Ich kann nicht glauben, wie viele Riesen sie haben. Danke, Bro, Dick. Gute Arbeit. Machen wir weiter? Danke, Bro. Revelio. Ich muss mir was abziehen können. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Wie kann ich heute behilflich sein? Ein Rezept für einen Zaubertrank, der die Abklingzeit der Zauberstunde des Trinkenden reduziert. Aber was bringt mir das, das Rezept? Ein Rezept für einen Zaubertrank, der den Trinkenden nahezu unsichtbar macht. Maximaltrank. Ein Rezept für einen Zauber, der den Zauberstand der Trinkenden für eine kurze Zeit erhöht. Dann kannst du die brauen. Benutzt du aber, glaube ich, nicht. Soll ich mal die drei auf Ehre kaufen? Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Der Verkäufer sieht nach einem Muggel aus. Ich hab 7 von diesen Tränken. Also bis jetzt, ich sehe aus wie ein Verkrafter, also wie ein Verkrafter, würde ich sagen. Ich sehe aus wie ein guter Zauberer. Rein hier. Ah, Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Kaufen. Na, wonach suchen Sie heute? Wie kann ich den verbessern? Ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein, aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Ist mir auch ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Oh. Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Ach, jetzt macht er das, oder was? Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Jetzt macht er Bredas. Schließe Nebenbeziehung 4. Okay, habe ich auch. Oh, wieder 180 GP. Okay, jetzt habe ich ein bisschen was gemacht. Rede mit Sabu. Ich kenne Ominous aus dem Gemeinschaftsraum. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ich hab voll Stress, mir die ganzen Namen zu merken. Ja, wisst ihr, wer alles das ist? Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Wer ist Optimus? Wer ist es? Die Gods sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören. Und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem, besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Natürlich. Ominous erwähnte seine Familie bei unserer ersten Begegnung. Geller und Flaudi, danke für die Zeit. Dass er für sie nichts übrig hat, ist noch untertrieben. Das ist der nächste dunkle Lord, du verstehst. Wie dem auch sei, die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ich meine nur eine Quest ungefähr, Chat. Zum Beispiel. Aber die Sucht haben schon Explosionszauber. Wieder gesagt. Das ist schon wieder 1 Uhr. Die Professoren sagen, eins, der damit. Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Das ist lächerlich. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Plus eins. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Confringo? Das hört sich spanisch an. Arkan, danke für den Zip. Idiot-Zip, wenn du etwas findest, zum Beispiel... Du hast es raus. Rechts auf dem Pfeil, ob bereit der es oder richtig auszuprobieren. Besser als das, was du an hast, rot. Konzentriere dich okay. Aber auf die Ziele, damit die Krypta intakt bleibt. Inzentrum! Okay, warte mal. Ein Blitz mit großer Reichweite, der Schaden verursacht, wenn er trifft. Gegner, der mit Feuerangriffen getroffen werden, erleiden für einige Sekunden weiter Schaden. In dieser Zeit führen Zusammenstöße zum Brand aus. Okay. Ist anscheinend besser, oder was? Ich will's bremsen. Confringo! Gut gemacht! Okay. Wie ist es so? Ein cool. Bisschen heiß. Du gewöhnst dich dran. Gut so. Ich glaube, ich hab's. Gut, ich glaube, der ist richtig OP. Das kann ich nämlich von hinten machen. Und der ist ja stark, ne? Ich bring die Welt, ich bring Hogwarts zum Brennchat. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen.
Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Neues Zauberset? Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Genau. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Ich glaube, der Mann bringt mir Avada Kedavra bei. Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Ich glaube. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Ich glaube, ich habe noch einen Talentpunkt. Habe ich nicht. Ein Treffer gegen einen Gegner, der mit Crucio verflucht wurde, setzt ein Geschoss frei, das sein Gegner in der Nähe verflucht. Oh Gott, wie sich das alleine schon anhört. Avada Kedavra Beherrschung. Das Töten eines Gegners mit Avada Kedavra tötet alle verfluchten Gegner. Das ist so sympathisch.